Hallo und willkommen zurück zu Minecraft. In dieser Folge bauen wir mal ein bisschen weiter an dem Schloss. In der letzten Folge haben wir ja mal ein bisschen die Gegend erforscht, zumindest schon mal in eine Richtung, sind auf eine riesen Schafherde getroffen. Und jetzt brauche ich Steine. Da hinten. Nein, wo habe ich denn jetzt? Ich hatte doch hier... Hallo? Hier sind die Steine. Sehr gut. So, die brauchen wir jetzt wieder, um oben weiterzubauen. Jetzt wollte ich mal gucken. Genau, ich habe ja letztens hier festgestellt, man kann auch eine Pflastersteinmauer bauen. Oh, ist es dunkel? Ist hier jemand? Hallo? Nein, es ist keiner hier. Okay, ich wollte mal gucken, wie die aussieht. So, ich mache die jetzt einfach mal hier hin. Aha. Ja, quasi wie eine Mauer, ne? Okay, sehr interessant. Kann ich die auch kaputt machen, ohne dass sie verloren geht? Ja. Okay, dafür haben wir bestimmt Verwendung. Gut, ich gehe mal rein. Hau mich aufs Ohr. Und dann gehen wir weiter oben zusammenbasteln. Basteln, was das Zeug hält. Gute Nacht. Guten Morgen. Hier in Castle Will. Ja, wir müssen auf jeden Fall mal so langsam hier an der Inneneinrichtung etwas rumfeilen. Das können wir auch mal machen jetzt. Geht hier die Treppe hoch, dann mache ich nämlich hier mal zu. So. Okay. So. Nein, nein. Ach Mist, das geht nicht. Da kann ich keinen Stein hinsetzen. Gut, wegen der Treppe. Okay, Moment, ich muss mal da oben gucken, von hier oben. Ja, mal machen wir es so, ne? Genau, machen wir das so. Okay, hier müssen wir auch noch ein bisschen an der Raumaufteilung arbeiten. Denn wie ihr seht, gibt es hier noch gar keine Raumaufteilung. Hier machen wir eine ganze Decke mal rein. So, alles zu. Ja, das ist gut. Und jetzt muss ich mal gucken. So, machen wir das von hier oben. Ja, das ist gut. Die Falltür, kann ich die eigentlich auch da hinsetzen, wenn da eine Leiter ist? Ich glaube nicht, ne? Schade. Wenn ich die Leiter hier wegmache, komme ich dann hier noch hoch? Ja. Nein, komme ich nicht. Das ist ja dämlich. Okay, das ist doof. Irgendwie doof gemacht. Okay, dann können wir hier keine Falltür reinmachen. Schade. Hätte ich gedacht. So, hier mache ich eine Mauer hin. Haha, ich habe eine Verwendung für die Mauer gefunden. Ja. Sieht auch sehr super stylisch aus. So, was machen wir hier? Hier machen wir einen kleinen Kabuff hin. Moment. So, zugebaut. Genau, so eine kleine Mini-Abstellkammer kommt hier rein. Türen müssen wir danach dann später bauen, obwohl da mache ich
mache hier erstmal deine Gitter vor, so als Gefängnis kann man das machen. Vielleicht können wir uns hier so einen Zombie halten, genau. Igor. Unser Hausdiener. Ja, das wäre cool. Ich hoffe, müsste eigentlich, ne? Wenn es nachher Nacht wird, dann wird es da drin ziemlich dunkel. Ich nehme nochmal hier diese Fackel weg, damit es auch wirklich dunkel da drin wird. Vielleicht haben wir ja Glück. Und da spawnt auch noch irgendein Zombie. So, wir müssen hier auch... auf der nächsten Etage ist doch... Da oben ist ja ein Fenster, ne? Ja, auf der Seite ist da oben ein Fenster. Da ist kein Fenster. Autsch. Dann mache ich mal hier ein Fenster rein. So. Zack. Okay. Ja. Ist auch nicht... Okay, die Chance, dass da natürlich ein Zombie spawnt, ist nicht so hoch, aber es könnte ja passieren. So, wir kommen hier hoch. Wie können wir dann die Zimmerraumaufteilung machen? So, machen wir hier ein Zimmer rein. Okay. Ich baue einfach mal so fröhlich drauf los. So, die Fackel kommt weg. Einfach mal gucken, wie es dann ausschaut. So, jetzt haben wir hier ein neues Zimmer. Brauchen noch eine Fackel. Na. Okay, ich will mal gucken, ist das hier... Ja, okay, hier ist natürlich dann Ende. Ist ein bisschen blöd. Wir machen vielleicht... Okay. Genau, das können wir machen. Ich habe zwar jetzt nicht mehr so viele Mauern... Okay, dann gehe ich noch schnell eine Mauer machen. Ein Mini-Balkon. Was? Ist da schon ein Zombie? Hallo? Ist da etwa da oben einer gespawnt? Nee. Na, hier kann ja auch keiner sein, oder? Hier ist viel zu hell. Autsch. Viel zu hell für die. Wo ist der denn? Ist der hier unten drin? Hallo? Nö. Ding, ding, di, 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 di. Oh yeah. Wir machen uns eine Mauer. Haben ganz viel Glas dabei. Und mit Glas haben wir Spaß. Denn wir könnten hier Glas hinmachen, aber das machen wir nicht. Wir machen hier einfach Gitter vor. So. Ein schöner Balkon. Wundervolle Aussicht. Yeah. Cool, und Fackeln kann man da auch noch draufsetzen. Grandios. Kann man hier halt drüber springen? Nein, kann man auch nicht. Perfekt, dann können wir das vermieten. Und sogar für Familien mit Kindern. Wunderbar. Dann muss hier noch ein Bett rein und hier muss eine Tür noch vor und muss so vieles gemacht werden. Muah, ich weiß was. Ich weiß, was man machen kann mit einer Falltüre. So, ich muss mal gucken. Wie war hier nochmal... eine Druckplatte. Also das war keine... Das ist eine Pflastersteinstufe. Okay...
Das ist ein Ofen. Geht das mit nur mit Holz? Nee, das ist eine Falltür. Ich will doch Fichtenholz. Stufend, genau. Nehmen wir mal diese Druckplatte. Okay, das geht anscheinend doch nur mit Holz. Wahaha. Und zwar machen wir das dann. So, wenn jemand hier um die Ecke kommt. Zack. Verdammt, das ist schon. Ja, okay. Ist ja auch egal. Das geht dann nach draußen. Genau, das sieht ja keiner. Das ist dann hier so ein Fluchtweg, okay? Moment. So, mal gucken, ob das auch alles so klappt, wie ich das vorhabe. Aber eigentlich. Okay, ich mache erstmal die Druckplatte hier hin. Okay. Druckplatte drückt auf jeden Fall schon mal. Ich bin so genial, weil dann können wir nämlich hier, wenn uns hier irgendjemand verfolgt und wir sagen, wow, weg hier, laufen, zack, laufen, fallen hier runter und sind draußen. Jetzt ist die Falltür sogar zu, genau, sehr gut. Incredible. Unglaublich. Und ein Türknopf. Super. Das könnte ich stundenlang machen. Also das heißt, die Druckplatte. Aha, die geht immer wieder von alleine zu. Das ist auch der Plan gewesen. Sehr gut. Hier ist immer noch kein Zombie gespawnt. Aber es wird ja dunkel. Die Chance besteht, dass wir irgendwann da einen eigenen Butler haben. Ist auch noch eine richtig coole Aussicht hier. Leicht überdacht sogar. Der Mond geht auf und es wird finster. Okay, hier kann man also einiges machen. Hier steckt viel Potenzial. Habe ich Schilder dabei? Nein, habe ich nicht. Okay, dann bauen wir hier noch ein bisschen weiter. Machen wir hier erstmal, glaube ich, die Mauer weiter. Okay, da ist das Fenster. So, überlegen, was wir tun, wie wir was tun. Und warum wir es tun. So. Hüpf. Jetzt müssen wir erstmal hier alles weitermachen. Okay, ich glaube, hier mache ich auch so eine Art Balkon hin. Man drauf kann, wo man dann hier so eine gute Übersicht über sein Herrschaftsgebiet hat. So, dann deuten wir das schon mal an, dass ich dann weiß ich später Bescheid. Hier will ich dann so einen Balkon hin haben. Okay, jetzt weiß ich natürlich gar nicht. Ah, bis. Doch, ich komme da dran. Okay, da komme ich nicht mehr dran, verdammt. Muss ich springen. So. Hüpf. Okay, ich muss jetzt mal gucken, dass wir das hier auch noch mal ein bisschen anders wieder bauen, wenn wir diese Ebene fertig haben.
Weil das Castle soll ja auch noch größer werden, irgendwie breiter, aber das muss auch noch gut aussehen. Jetzt machen wir mal hier den Balkon fertig. So, zumindest schon mal. Den Stein hier nehme ich erstmal weg. Okay, okay. Da fehlen mir die Worte. Da hinten die Mauer muss auch noch fertig gemacht werden. Boah, hui, das war knapp. So langsam wird's ja, verdammt. Ey, was macht denn die Kuh da außerhalb des Stalls? Das gibt's doch gar nicht. Na, egal. So, ich muss mal ein bisschen überlegen, nicht zu schnell hier bauen, weil sonst machen wir Mist. Und wer viel Mist, Mist, Mist. Boah, ouch, das habe ich verdient. Okay, wir lassen das mal kurz hier. Ich muss mir noch ein paar Gedanken darüber machen, wie das hier werden soll. Okay, wir haben einiges geschafft heute. Oh, sag nicht, da ist jetzt ein Nee, okay. Ich höre doch hier einen Zombie, oder? Hier drin ist auch nicht. Aber irgendwo hüpft hier dämlicher Schleim rum. Es hat schon lange kein Zombie mehr an die Tür geklopft. So, ich schleiche mich mal hier raus. Da ist er ja. Aha. Hast du die Tür nicht gefunden oder was? Spinne, okay. So, wo ist der Schleim? Ich höre ihn. Ach, da unten ist er. Okay. Oh, und noch ein Mini. So, den machen wir noch platt. Also die. Die tun einem gar nichts, oder? Können die einen wehtun? Hör mal, kannst du mir wehtun oder hüpfst du nur blöd rum? Es regnet. Da ist der helle Wahnsinn. Ich glaube, das ist das allererste Mal, seitdem ich dieses Minecraft-Let's Play mache, oder? Ich kann mich nicht erinnern, dass es überhaupt schon mal geregnet hat hier. Das kam jetzt aber so plötzlich, total unerwartet. Dann gehe ich mal nach Hause. Lege mich ins Bett und sage vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Dann geht es hier ganz groovig weiter mit dem Projekt Comic Castle. Wenn ihr noch Ideen habt, wie dieses Castle auszusehen hat, oder wenn ihr Ideen habt, was ich gehe hier nochmal raus, zum Beispiel wie sowas hier, ne? Solche Gimmicks. Hier so eine Fluchttür, wo man schnell aus dem Castle entkommen kann. Wie man hier die Falltür machen kann, also dieses Tor machen kann. Ne, Leute? Also sagt mir einfach Bescheid, schreibt es in die Kommentare, schreibt mir irgendwie, ihr werdet mich schon erreichen. Ihr könnt mir auch auf Twitter schreiben oder sonst wo. Hui, hier ist es aber dunkel. Alles klar, vielen Dank fürs Zusehen. Hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Wir sehen uns im nächsten Part. Ciao, Leute.